So. Heftiges Echo. Warte mal, hör mal da. Hallo Leute, willkommen zur nächsten 18-Uhr-Session. Wieder aus Steffi in meinem Wohnzimmer. Heute allein vor der Kamera. Steffi in der Regie. Mit mir durchgeben, wenn ihr zu argen Quatsch in die Comments schreibt. Also schreibt unendlich viel argen Quatsch in die Comments, damit sie was zu tun hat. Wie viele Leute schauen denn zu? Wir sind jetzt bei 85. Ah, da geht noch was. Ja, da geht noch was. Ihr könnt euch schon mal zu Hause einen heftigen Sound aufdrehen. Falls ihr nicht wisst, was ihr aufdrehen sollt, dann checkt doch mal diesen Menschen hier aus auf Spotify. Sieht man das? Weil der Typ war so geil und hat uns bis jetzt zwei Workout-Playlists, Mixtapes zusammengestellt, zusammengeschneidert. Ein Hip-Hop-Ding, ein Funk-House-Elektro-Ding. Checkt es aus, dreht es auf. Das wird richtig nice für die Session heute. Okay, wir sind jetzt schon bei 125. Da geht 125. noch was. Das Da ist doch schon mal geht ganz noch nice. was. Aber wir sind echt fleißig. Optimal. Gut, ihr könnt euch schon mal alle Sachen bereitlegen, die ihr braucht, nämlich ein Handtuch. Mehr braucht ihr heute nicht. Außer vielleicht einen kleinen Trinkrucksack. Falls ihr den nicht habt, dann habt ihr sicherlich die Flasche von gestern von David gecheckt. Die könnt ihr natürlich auch nehmen. Wie immer, macht das Workout bitte alleine zu Hause in euren vier Wänden, mit euren Mitbewohnern oder mit euren Partnern und so weiter und so fort. Trefft euch bitte nicht dafür, denn ihr sollt ja social distanziert bleiben und so. Das ist auch richtig so. Gut, Session heute ins Blockathlon Session. Das heißt, wir machen heute einen kleinen Running Circuit. Werden viel laufen auf der Stelle oder wenn ihr es noch realer gestalten wollt, dann lauft ihr in die Küche, in euer Bad und macht da die einzelnen Stops. Ansonsten bleibt einfach in eurem Wohnzimmer. Wichtig jetzt, die ganze Session bleibt in Bewegung. Das heißt, auch jetzt schon startet ihr ganz locker auf der Stelle. Settet schon mal im Hirn die Startposition. Wir starten vor der Base. Es ist Mittwochabend. Die Sonne, naja, quasi noch da. Die Arme nehmt an der Seite locker mit. Ihr grüßt alle eure Team-Buddies, die jetzt sich hier versammelt haben. Nice. Falls ihr noch nicht genug Team-Buddies habt, sagt allen Leuten in eurem Freundeskreis Bescheid, dass sie mitmachen sollen. Zusammen ist immer schöner. Gut, wir laufen langsam weiter. Es geht Richtung Augustiner, Richtung Franziskanerplatz. Kennt es natürlich nur die, die aus Innsbruck sind. Und wir starten damit ein bisschen mobilisieren. Ihr bleibt in Bewegung, alle paar Schritte schnappt ihr euch euer Schienbein. Zieht es nah zum Körper ran, macht euch ganz groß, Brust raus, loslassen, weiterlaufen. Das Ganze immer im Seitenwechsel. Umarmt euer Knie wie einen Menschen, den ihr gerade nicht umarmen könnt, weil er leider alleine wohnt. Aber so könnt ihr euch selber etwas Nähe schenken. Das ist doch auch was ganz Tolles. Immer im Seitenwechsel, im Bewegen bleiben, rund machen, Schienbein schnappen, groß machen. Einmal noch pro Seite das Ganze. Sehr schön. Letztes Mal. Ins Brückathlon, ins Brückathlon für die, die es nicht kennen. Kleiner Hindernislauf durch die Stadt, deswegen heute viel Laufen, viel Arbeit für die Beine, viel Chorspannung. So, weiter geht's. Schnappt euch den Fuß, bringt die Ferse zum Gesäß, Brust raus, Hüfte schiebt nach vorne und wieder weiterlaufen. Auch hier wieder im Seitenwechsel. Wenn es die Wohnung hergibt, lauft durch die gesamte Wohnung, während ihr das macht. Sammelt ein paar Meter. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, letztens ist einer einen Marathon auf seinem Balkon gelaufen. Das werden wir heute nicht ganz schaffen. Aber ein paar Kilometer machen wir auf jeden Fall. Und ein anderer ist im Garten gelaufen. Der hat Kern gedreht und das Ja, live stimmt. auf YouTube gezeigt. Ich habe es verfolgt, zumindest 20, 30 Kern. Ja. Auch ein bisschen olle meiner Meinung, aber jeder wie er mag, gell? Man muss sich ja beschäftigen. Letztes Mal. Sehr schön. Wir bleiben immer noch in Bewegung. Alle paar Schritte steigt ihr nach hinten. Auf der Seite, wo das Bein hinten ist, zieht ihr den Arm ganz weit nach hinten oben. Po ist fest, Bauch ist fest und wieder aufstehen. Schritte laufen, 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 laufen. Zack, nach hinten steigen. Und langziehen. Jawohl. Sehr schön. Laufen, 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 laufen. Nach hinten steigen.
langziehen. Da könnt ihr gleichzeitig mal der Crew vom Futterkutter ein bisschen zuwinken, euch gleich die Suppen für die nächsten Tage bestellen. Könnt ihr nämlich tatsächlich machen, das mega aufstehen. Winkt ihr nochmal zu, bitte zwei für mich. Dankeschön, zum Mitnehmen, jawohl, muss ja sein. Alright, sehr schön. Stabile Position. Die Knie sind leicht gebeugt und dann schwingt ihr mal im Oberkörper von links nach rechts. Euer Becken bleibt dabei, ganz ruhig. Sehr schön. Zweimal noch pro Seite. Vorsicht, die Regie läuft durchs Bild. Viel Spaß euch. Danke. Alright, und kurz auslockern. Sehr schön, es geht weiter. Nehmt jetzt die Knie etwas weiter nach oben, nehmt die Arme an der Seite mit. Schön aktiv das Ganze, die Sprunggelenke federn. Ganz easy ab und wir laufen weiter Richtung Maria-Therese-Straße. Und da ist auch schon unser erster Stopp. Niemand ist da, perfekt, wir können uns bereit machen. Und zwar starten wir jetzt hier auf der Maria-Therese-Straße mit einem kleinen, aber knackigen Core-Block. Und zwar hat dieser Core-Block 4 Stationen. Station Nummer 1, macht es euch auf den Unterarmen bequem. Hände zeigen nach oben, Schultern von den Ohren weg, Spannung im Bauch. Wenn das so reicht, bleibt in der Position, perfekt. Wenn ihr mehr wollt, greift ihr im Seitenwechsel nach vorne mit den Händen, bleibt trotzdem super stabil. Und dann könnt ihr gleichzeitig ein Selfie von euch machen, die Base 5 markieren und so noch ein bisschen weiter spreaden, dass wir hier Sport machen. Ziel fürs Ende der Woche sind nämlich mindestens 200 Teilnehmer. So, lala. Übung Nummer 2. Handtuch schnappen. Klemmt das Handtuch zwischen den Füßen ein. Legt euch nach hinten und dann kommt gleichzeitig Hände und Füße in der Mitte zusammen. Zack. Handtuch schnappen. Übergeben. Und wieder nach vorne. Zack. Zack. Wenn es geht, die Beine natürlich so gut es geht gestreckt lassen. Wenn die Beweglichkeit fehlt, wie bei mir momentan noch, dann die Knie einfach leicht beugen. Das ist Nummer 2. Nummer 3 und Nummer 4. Seitstütz. Ellbogen direkt unter der Schulter. Schulter von den Ohren weg. Und das obere Bein legt ihr nach vorne. Zack. Hebt die Hüfte an. Auch hier entweder die Position halten, wenn das reicht. Wenn ihr mehr wollt, dann löst ihr jetzt im Wechsel das untere Bein. Laufbewegung. Und das obere Bein. Zack. Zack. Mitte bleibt stabil. Hüfte bleibt in der Streckung. Nummer 4 dann eben das Ganze auf der anderen Seite. Gut, Handtuch bereitlegen, Matte bereitlegen, was auch immer ihr braucht. Ihr habt jetzt gleich 40 Sekunden Belastungszeit, 10 Sekunden Pausenzeit, 2 Durchgänge. Gut, macht euch bereit. Wir starten in 3, 2, 1 und los geht's. Plank-Position. Schultern von den Ohren weg, Spannung im Bauch, Brust ist draußen und dann, wenn möglich, greift ihr nach vorne. Schickt ein paar Herzen durch oder Daumen oder irgendwas. Schiebt den Boden ganz weit von euch weg und haltet die Spannung im Bauch. Dabei nochmal die Musik ein bisschen lauter drehen. Das Best 5 Home Workout Mixtape, richtig. Durch den Raum ballern. Und kommt die letzten. 4, 3, 2, 1. Sehr schön. Kurz Pause. Lockert die Schultern aus, lockert die Arme aus. Schnappt euch euer Handtuch. Knüllt es zusammen. Und dann los geht's. Rückenlage. Zieht euch nach oben. Handtuch übergeben. Bitte nur das Handtuch, nicht euch selbst. Und wieder nach hinten. Zack. Balance halten. Sehr schön. Jawohl, jawohl. Ihr habt die Hälfte wieder geschafft. Macht euch lang. Zieht den Bauch nach innen. Spannung halten, Spannung halten, Spannung halten. Jawohl. Sehr schön. Die letzten 10 Sekunden. Jawohl. 3, 2, 1. Wunderbar. Durchschnaufen. Und dann gehen wir gleich rein in den Seitstütz. In 2, 1 und los geht's.
Schultern von den Ohren weg, Spannung im Bauch und dann nach Möglichkeit unteres Bein, oberes Bein im Wechsel anziehen. Sehr gut. Jawohl, jawohl, jawohl. Sehr schön, Hälfte habt ihr schon wieder. Und die letzten 10 Sekunden. Schiebt den Boden nochmal von euch weg, zieht den Bauchnabel nach innen. Spannung halten. Die untere Seite darf richtig pfeifen. Jawohl. Und Break. Sehr gut. 10 Sekunden Pause. Zeit genug zum Seitenwechsel. Viel mehr aber auch nicht. Es geht schon wieder los. Und zwar jetzt. Ellbogen schiebt den Boden weg. Bauchnabel zieht nach innen. Spannung im Wechsel. Unteres Bein. Oberes Bein anziehen. Jawohl, ganz stark. Bleibt dabei und Halbzeit. Wenn ihr schon mal so einen Hindernislauf gemacht habt, wisst ihr, ihr braucht Ausdauer, ihr braucht Power in den Armen, Power im Rumpf, um Hindernisse zu überwinden und vor allem Bock braucht ihr und den könnt ihr auch heute gleich trainieren und mitnehmen. 5 Sekunden noch. Bleibt dabei. 2, 1. Sehr schön. Starten wir wieder von vorne. Station Nummer 1, Unterstützposition. Und dabei greift ihr, wenn möglich, nach vorne. In 2, 1 und los geht's. Schultern von den Ohren weg. Schiebt den Boden von euch weg. Und dann im Seitenwechsel. Nach vorne, nach vorne. Ja. Beißen, beißen. Aber Leute, zieht's durch. 3, 2, 1. Sehr schön. Gut, Handtuch schnappen, kurz die Stirn abtupfen. Vielleicht die ersten Schweißtropfen. Und dann geht's wieder los. Lehnt euch nach hinten, kommt im V nach oben, schnappt euch das Handtuch. Und so geht's vor und zurück. Kontrolle halten in der Mitte. Und der Oberkörper setzt sich ganz weit nach oben auf. Lang machen und setzt euch auf. Auf geht's. Hälfte habt ihr schon wieder geschafft. Beißen, beißen. Zieht euch nach oben. Die letzten 5 Sekunden. Ein, zwei Mal geht's hier noch aus. 2, 1 und erstmal geschafft. Mit dem Handtuch. Mit dem Chor noch nicht. Seitstützposition. Und los geht's. Vorderes Bein legt ihr nach vorne. Hüfte anheben. Spannung im Bauch. Und dann im Seitenwechsel. Unteres Knie anziehen. Oberes Knie anziehen. Jawohl. Sehr schön. Beißt euch durch. Ihr habt die Hälfte geschafft. Jawohl, 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 jawohl. Letzten 15 Sekunden. Boden nochmal wegschieben. Bauchnabel zieht nach innen. Letzten 10. 3, 2, 1. Ja. Letzter Seitenwechsel. Und dann haben wir den Chorblock geschafft. Dann laufen wir von der Marie-Theresien-Straße weiter. Und los geht's. Ellbogen schiebt den Boden weg, Bauchnabel zieht nach innen, Spannung. Und dann wechseln die Beine nach vorne. Ganz stark, ganz stark. Bleibt dabei. Ziel ist es, aus dieser Quarantäne so fit rauszugehen, wie es nur irgendwie geht. Und wenn ihr hier jeden Tag einschaltet, dann seid ihr genau auf dem richtigen Weg. Jawohl, letzten 10. Bleibt dabei, bleibt dabei, bleibt dabei. 4, 3, 2, 1. Sehr schön. Schlauf kurz durch. Schüttel die Arme aus, schüttel die Beine kurz aus. Trinkt einen Schluck, wenn ihr wollt. Und dann kommt gleich wieder in Bewegung. Jawohl. Lockerer Trab, es geht weiter.
die Maria Theresienstraße entlang bis zur Triumphpforte. Wir geben ja nochmal kurz ein bisschen Gas. Zieh die Arme der Seite schön aktiv mit. Wer richtig Bock hat, zieht die restliche Session einfach genau in diesem Tempo durch. Auch gar kein Problem. Alright. Jetzt geht's von der Triumphpforte zur Wildner Platze. Wir gönnen uns mit Füßen, kurz einen Moment Pause und bewegen uns im Handlauf weiter. Dafür streckt ihr die Beine durch, nehmt das Kind zur Brust, rollt euch Wirbel für Wirbel ein. Macht euch rund. Lauft mit den Händen nach vorne in die Liegestützposition. Von hier aus steigt ihr mit dem rechten Fuß nach vorne. Alright. Hüfte schiebt nach unten und dann rotiert ihr mit dem rechten Arm einmal ganz weit zur Seite auf. Sehr schön. Rechte Ellbogen einmal tief und Rotation zur Seite. Rechte Ellbogen tief und Rotation zur Seite. Schaut in den blauen Himmel hinauf, in eure Gedanken. Greift zur Sonne. Ah, herrlich ist das hier draußen. Sehr schön. Seite wechseln. Linker Fuß steigt nach vorne. Linke Hand dreht zuallererst nach oben auf. Jawohl. Ellbogen tief nach unten. Rotation zur Seite. Ellbogen tief nach unten. Rotation zur Seite. Hände wieder auf den Boden. Füße steigen nach hinten. Schiebt den Po ganz weit nach hinten oben raus. Und wandert dann mit den Händen zurück zu euren Füßen. Wirbel für Wirbel aufrollen. Und das Ganze gleich noch ein zweites Mal. Tief gehen. Hände wandern nach vorne in die Liegestützposition. Rechter Fuß steigt neben die rechte Hand. Und auch hier wieder. Rotation zur Seite. Öffnet euch. Schiebt euer Becken Richtung Boden nach unten. Ellbogen ganz tief nach unten. Rotation zur Seite. Ellbogen tief. Und ein letztes Mal den Arm Richtung Himmel nach oben schieben. Jawohl. Liegestützposition. Volle Spannung im Chor. Zack, steigt nach vorne. Sehr schön. Dreht euch auf. Streckt euch so lange ihr könnt. Rotation jetzt noch ein bisschen weiter als in der ersten Runde. Und wieder tief gehen. Nummer 2. Zieht euch lang. Rein in die Rotation. Tief gehen. Und letztes Mal. Jawohl. Sehr schön. Beide Hände auf den Boden. Steigt zurück in die Liegestützposition. Schiebt den Po weit nach hinten oben. Und wandert mit den Händen zurück. Komm nach oben. Jawohl. Sehr schön. Das war der Break für eure Füße. Jetzt geht's direkt wieder rein. Wir laufen locker weiter. Komm jetzt zum Wildner Platz. Hier machen wir ein bisschen Laufkoordination. Immer ein paar Bahnen. Jeder hat eine eigene Bahn für sich. Ist ja nichts los. Und los geht's. Zuallererst möchte ich, dass ihr richtig hohe Knie habt. Aktive Arme Seite, 90 Grad im Ellbogengelenk und richtig hohe Knie. Zack, 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 zack. Zieht die mindestens bis auf Hüfthöhe nach oben. Sehr schön. Noch 3, 2, 1. Jawohl. Sehr schön. Als nächstes Fersen zum Gesäß. Bleibt bloß dabei. Und auch hier Armzüge an der Seite. Wie gesagt, wenn ihr die Raumgröße habt, lauft jetzt in die Küche. Dreht da eine kleine Runde. Kommt wieder zurück und dann wechseln. Euer linkes Bein bleibt jetzt gestreckt. Rechts geht ihr das Knie nach oben. Linkes Bein gestreckt. Da arbeitet ihr nur auf dem Fußbein. Rechts Knie nach oben. Eine Bahn auf diese Art und Weise. Sehr schön. Wieder zurück. Und das Ganze auf der anderen Seite. Rechtes Bein gestreckt. Links das Knie nach oben. Zack, schön federnd auf dem Fußbein. Beim Slokathlon gibt es einige Kilometer zu laufen. Da muss die Technik sitzen, da muss alles im Körper funktionieren. Und genau das üben wir gerade. Sehr schön. Beine wieder wechseln, direkt anfersen. Federnd, locker flockig. Linker Fuß, rechter Fuß im Wechsel. Aktive Arme und Seite wechseln. Zack, links, rechts. Ferse zum Gesäß. Okay, koordinativ. Nächstes Level.
Linkes Bein bleibt gestreckt. Rechts Knie hoch, Ferse ran. Immer noch linker Fuß, rechter Fuß im Wechsel. Und Knie hoch, Ferse ran. Sehr schön. Wer kann, erhöhtes Tempo, nimmt die Arme noch aktiver mit. Und jetzt Seite wechseln. Knie hoch, Ferse ran. Knie hoch, Ferse ran. Zack, aktive Arme an der Seite. Groß bleiben. Sehr schön. Alright. Macht euch bereit. Koordinatives Endgame. High-Level-Shit jetzt. Und zwar immer. Rechts Knie, Ferse. Links Knie, Ferse. Direkt im Wechsel. Rechts Knie, Ferse. Links Knie, Ferse. Direkt im Wechsel. Upp. Selber verkackt. Sehr schön. Bleibt noch dabei, auch wenn es nicht gleich klappt. Versucht das Ganze. 2, 1. Und mal kurz lockern. Sehr schön. Schüttel die Beine aus, schüttel die Arme aus. Schnauf kurz durch. Schluck trinken. Aus eurem Trinkrucksack. Und dann geht's direkt weiter. So, lala. Ihr schluckt weiter. Vom Wildhinder Platzl geht's jetzt Richtung Bergisel. Wir laufen nach oben, finden uns da bei dem Kiesplatz ein, bei der Aussichtsplattform. Und da werden wir den Kraftblock gleich starten. Und zwar habt ihr im Kraftblock 4 Stationen. 40 Sekunden Belastung, 20 Sekunden Pause und 3 Durchgänge. Jetzt braucht ihr euer Handtuch. Und zwar für Slideback Lunges. Das bedeutet, stellt einen Fuß am Handtuch auf, der andere Fuß fest im Boden verankert, euer Knie schraubt hier ganz aktiv nach außen und dann senkt euch nach hinten ab. Hinteres Knie knapp über dem Boden, da ist ein Reißzwecken, den wollt ihr gerade so berühren, aber ihr wollt euch definitiv nicht das Knie blutig stechen, deswegen knapp über dem Boden stoppen und dann geht's wieder nach oben. Kontrolle tief und zack, Schub nach oben. Die Körpermitte bleibt dabei bombenfest. Dann das Ganze natürlich auch auf der anderen Seite. Fuß platzieren, Knie nach außen, Spannung, langsam tief, dack, Schub nach oben. Das sind 1 und 2. 3 und 4, nochmal was Schönes für den Core und für die Power in euren Schultern und im ganzen Oberkörper. Nummer 1, geht nach unten auf den Boden, Unterarme auf dem Teppich, auf der Matte, Knie vom Boden gelöst und dann wandert ihr in kleinen Schritten nach vorne, nach hinten. Schaut dabei, dass ihr von den Beinen relativ breit auseinander seid und dass euer Core möglichst stabil ist. Vor und zurück. Wenn es nur 2, 3 Dinger sind, alles bleibt stabil. Schultern arbeiten megamäßig, Core arbeitet. Und zu guter Letzt, ergänzend dazu, 2 Optionen. Nummer 1, Schultern weg, Spannung im Bauch, sauberer Liegestütz. Oder wer von Liegestütz schon genug hat, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, weil es eine mega geile Übung ist, der geht im Wechsel auf die Unterarme und kommt wieder nach oben. Wenn eins von beiden nicht mehr geht, wechselt ihr natürlich auf die Knie. Alright? Gut. Ich höre keine Widerworte, deswegen ist es wohl okay. Alright. Schnappt euch nochmal einen Schluck zum Trinken. Dreht DJ Barry Fair nochmal auf. Und dann starten wir mit dem ersten Durchgang. 40 Sekunden Belastung, 20 Pause, wobei natürlich in 20 Sekunden wieder in Bewegung bleibt. Und 3 Durchgänge. In 5, 4, 3, 2, 1 und let's go. Erster Durchgang, Knie verschraubt, tief gegen Kontrolle, tack nach oben und denkt hier an den Reißzweck am Boden. Auch hier die Arme wieder mitnehmen, schöner Transfer ins Laufen rein, zack und schub. Jawohl, und schub. Sehr schön, Kontrolle tief, Schub nach oben, bleibt dabei, Hälfte habt ihr. Schaut, dass die Pausen oben möglichst kurz sind. Das heißt, ihr kommt nach oben, zack, und geht direkt in die nächste Wiederholung rein. So erzeugt ihr nochmal richtig viel Intensität. Zack, Schub nach oben. 4, 2, 1, jawohl. Sehr schön. Und bleibt in Bewegung. Lockere Hops auf der Stelle. Tänzelt ein bisschen.
Wenn ihr jemanden im Raum habt, mit dem ihr tanzen könnt, dann macht doch das direkt einfach. Ansonsten lockeres Jogging. Und es geht schon gleich wieder weiter. In 3, 2, 1 und let's go. Zack, tief gehen, Schub raus. Tief gehen, zack. Puls damit richtig weit oben sein. Schweißperlen dürfen sich auf der Stirn und am Boden unter euch bilden. Deswegen habt ihr auch das Handtuch mit dabei. Könnt ihr direkt wieder wegwischen. Und komm, Halbzeit. Bleibt dabei. Kontrolle tief. Schub nach oben. Kontrolle tief. Schub nach oben. 10 Sekunden. Bleibt dabei, bleibt dabei. Knie wieder nach außen fixiert. Noch 2. 1. Sehr schön. Kurz durchschütteln. In Bewegung bleiben. Es geht gleich rein in den Military Plank. Und zwar 10 Sekunden. Bleibt in Bewegung, lockerer Kniebelauf. Sehr schön. 2, 1 und nach unten auf den Boden. Beine weit auseinander, Unterarm auf dem Boden und einen kleinen Schritt. Schaut dabei, dass ihr immer rechten Arm, linkes Bein und linkes Bein. Andersrum, linken Arm, rechtes Bein und das andere halt auch gegenversetzt benutzt. Und Spannung halt im Bauch. Ihr klettert gerade ein tiefes Hindernis im Schlamm durch. Das stellt ihr euch gerade vor. Über euch Stacheldraht. Den wollt ihr mit eurem Po nicht berühren, deswegen bleibt ihr auch tief unten. Auf geht's. 5 Sekunden. Kleine Schritte vor und zurück. Und Break. Aufstehen wieder. Komm, bleibt dabei. Will, baut euch mal ein paar lockere Hampelmänner ein. Ansonsten lockeres Jogging durch den Raum. Alright. Bereit machen wieder Liegestütz oder Wechselplank. Liegestützposition. Los geht's. Wie ihr seht, habe ich tatsächlich schon genug von Liegestütz. Deswegen diese Variante. Hier vorne drauf schauen, dass der Core in der Mitte wieder megamäßig mitarbeitet. Tief, hoch. Hälfte habt ihr schon wieder. Sehr schön. Und die letzten 10. Bleibt dabei. 2. 1. Jawohl. Traumhaft. Erste Runde ist bereit im Kasten. Schnell einen Schluck trinken, wer will. Und dann langsam wieder bereit machen. Für Slideback Lunge. Runde Nummer 2. In 3, 2, 1 und los geht's. Knie nach außen, Kontrolle tief. Schub. Nach oben raus. Wer hier mehr Intensität möchte, kann sich natürlich jegliches schweres Utensil aus der Wohnung schnappen. Gewichte, Wasserflaschen, Mitbewohner, Kinder. Alles, was sich vor oder hinter dem Körper tragen lässt, bietet sich da an. Wenn ihr sowas nicht habt, dann geht einfach auf Frequenz. Vorderes Bein arbeitet und kommt. Noch 5 Sekunden. Jawohl, und ausschütteln. Sehr schön, wir bleiben in Bewegung. Jetzt lassen wir nicht nach. Puls bleibt oben. Immer noch federhafte Sprünge auf den Fußballen. Ich sehe es ganz genau. Ihr seid immer noch spritzig. 2, 1 und zweite Seite. Los geht's. Kontrolle tief. Schub nach oben. Schub nach oben. Ja. Denkt wieder dran. Pause oben. Möglichst kurz. Das darf im Oberschenkel zum Brennen anfangen. Der Po darf arbeiten. Und der Puls bleibt konstant an eurer Deckung. Hälfte habt ihr schon wieder. Komm Leute, beißen, beißen, beißen. Wir sind immer noch beim Bergiesel oben. Ihr genießt den Blick über Innsbruck. Herrlich. Schwitzen bei so einem Ausblick. Traumhaft. Und stopp. Sehr schön. Bleibt in Bewegung. Lauft durch den Raum.
Holt euch ein paar imaginäre High Fives ab, High Fives ab. Oder wenn ihr Roomies habt, dann auch echte, ist noch schöner. Gut, Übung Nummer 3, Military Plank. Und los geht's. Wieder gegen, gleich arbeiten. Kleine Schritte vor und zurück. Mitte bleibt bombenfest. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ihr bewegt euch wieder durch den richtigen Guardstuch. Klebt ihr. Und kommt 15 Sekunden. Po bleibt unten, Spannung in der Mitte. Und die letzten 10. 5, 3, 2, 1. Traumhaft. Kommt nach oben. Kommen wir alle in den Hampelmann. Bis zur nächsten Station. Bleibt in Bewegung. Bleibt in Bewegung. 5 Sekunden noch. Macht euch bereit. Liegestütz oder Plank zu Push-Up. Je nachdem, was geht. Und los geht's. Kontrolle tief. Und schiebt den Boden weg. Kontrolle tief. Schiebt den Boden weg. Jawohl. Zack. Bauchnabel zieht nach innen. Und Halbzeit. Komm. Bleibt dabei. Bleibt dabei. Letzten 10 Sekunden. Beißen, beißen. 4, 3, 2, 1, sehr schön. Okay Leute, allerletzter Durchgang von diesem doch etwas mehr kraftorientierten Block. Dann laufen wir wieder zurück zur Base. Und auf dem Weg machen wir noch einen kleinen Burn. Und dann habt ihr es geschafft. Dann gönnt jeder noch einen kleinen Shake in der Base. Und dann heißt es gute Nacht. Jetzt erstmal ein zweiter Durchgang. Dritter Durchgang, Entschuldigung. Los geht's. Sauber tief. Schub nach oben. Und jetzt noch dabei seid, dann gebt ihr jetzt nochmal richtig Gas. Bleibt stabil, Spannung im Chor, bam. Kontrolle tief, Schub nach oben raus. Auf geht's, auf geht's. Zieht es jetzt durch. Hälfte habt ihr geschafft. Und beißen, beißen, beißen. Kontrolle tief, Boden wegschieben. Die letzten 10. Nummer 1. Fast. 2, 1, jawohl. Bleib in Bewegung, auch wenn es jetzt schon anstrengend wird. Puls oben halten. Gönnen wir uns die Intensität. Bereit machen wieder. 3, 2, 1. Letztes Mal die Slide Back Lunges. Kontrolle tief. Und direkt rein in die nächste Wiederholung. Halte die Pause. Oben nochmal ganz, ganz kurz. Saubere Ausführung und gleichzeitig möglichst hohe Frequenz. Das gibt euch die Intensität, die ihr da braucht. Zack, jawohl. Und kommt. Nur noch 10 Sekunden. Die schießt jetzt noch durch. 3, 2, 1, komm, bleib in Bewegung. Tänzende Schritte mal einfach von links nach rechts. Dürft euch euren eigenen Tanzstil reinbringen. Und machen es gleich wieder bereit. Military Plank in 2, 1, let's go. Gegen gleich Bein und Fuß. Bein und Fuß vor allem. Hand und Fuß meine ich natürlich. Jawohl. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Spannung halt in der Mitte, Po bleibt tief. Und die letzten 20 Sekunden. Endspurt. 10 Sekunden. Und 3, 2, 1. Bleibt in Bewegung, bleibt in Bewegung. Dann geht's rein. In ein letztes Mal
Plank to Push-Up oder Push-Ups, je nachdem, was funktioniert. 3, 2, 1, los geht's. Schultern weg, Spannung im Chor. Und dann holt euch die Dinger. Tief und hoch. Spannung in der Mitte, wenn es gar nicht mehr geht. Knie am Boden wieder abstellen. Und komm, über die Hälfte geschafft. Beißen wir uns durch, beißen wir uns durch. Bleib dabei. Letzten 10. Spannung, 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 Spannung. 4, 3, 2, 1. Alright. Bleibt in Bewegung. Lauft aber zu euren Trinkflaschen, zum Glas. Gönnt euch ein, zwei Schlucke. Lasst nochmal die Beine ein bisschen ruhen. Bringt den Puls ganz kurz nach unten. Und dann gibt es noch einen kleinen Finisher. Wie gesagt, wieder zurück zur Base und das Ganze machen wir aber auch auf ziemlich intensive Art und Weise. Und zwar jetzt nochmal 30 Sekunden Belastungszeit, dann 30 Sekunden andere Belastungszeit, dann das Ganze nochmal und wiederum 12 Durchgänge. Das sieht folgendermaßen aus. Die ersten 30 Sekunden folgendermaßen. Split Squat Jumps. Und zwar immer rechtes Bein vorne, hoch raus, linkes Bein vorne und dann Squat Jump. Rechtes Bein, linkes Bein, Squat Jump. Und so geht's. Zack, 30 Sekunden dahin. Knie bleiben wieder außen, Spannung in der Mitte. Ihr springt so hoch es geht nach oben, dass ihr mit dem Kopf bei euren Übermietern durch die Decke schaut, durch den Boden schaut. Man kann auch gleich mitmachen. So, jetzt, 32 Sekunden Belastung. Die Banane. Ich liebe die Banane. Tolle Frucht, tolle Übung. Da darf der Core mal richtig arbeiten. Macht euch lang und dann geht's in möglichst runden Bewegungen vor und zurück. Lang machen, Brust raus, Spannung in der Mitte. Zack, nach hinten, nach vorne. Spannung in der Mitte. Wenn die Fersen am Boden ankommen, dann legt ihr euch selber eine extra Runde auf. Fersen bleiben immer in der Luft. Soll es gestreckt zu schwierig sein, geht's nach hinten, nach vorne. Ihr winkelt die Beine an oder nehmt die Hände rein. Alright? Dann geht's nach oben und nochmal Kniehebel auf. Zieht die Knie richtig weit nach oben. Jedes Mal Knie in die Hand hinein. 30 Sekunden lang Action. Dann wieder nach unten in die Banane. Und diesen Ablauf macht ihr zweimal. Und dann sind wir wieder unten in der Base 5. Ihr seht schon, ich bin weder Streckenplaner noch Langstreckenläufer. Deswegen bin ich auch Trainer geworden. Naja. Alright. Bereit machen. Split Squat Jumps, Squat Jumps. 30 Sekunden. Start in 3, 2, 1. Let's go. Zack, links, rechts. Squat Jump. Zack. Wieder von vorne. Und holt nochmal alles raus. Beine sind jetzt richtig warm. Mehr als warm. Das setzt jetzt richtig ein. Rechtes Bein, linkes Bein. Und hoch raus. Und letzten 10 Sekunden. Und komm, 3, 2, 1. Direkt nach unten auf den Boden. In die Banane. Lang machen, Spannung aufbauen. Brust ist draußen. Und die Mitte arbeitet. Da bleibt mir die Luft weg. Jawohl, 5 Sekunden. Und wechseln. Kniehebel auf, Brust raus, Spannung im Bauch. Und los geht's. Nochmal richtig anziehen. Jedes Mal die Knie, soweit es geht, nach oben ziehen. Und komm, 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 komm. Halbzeit. 10 Sekunden. 5, 3, 2, 1 und wieder nach unten
rein in die Banane. Lang machen. Aushalten. Denkt dran, jedes Mal Fersen auf dem Boden. Gibt eine extra Runde für euch. Knappes Ding. Beißen. 5. 2. 1. Runde war schon vorbei. Und los geht's. Ah, Splitsquat Jump. Sorry. Durchgang. Nummer 2. Finaler Durchgang. Rechtes Bein vorne, linkes Bein vorne, auf beide, mit beiden nach oben. Kommt, 10 Sekunden. Jetzt meistern. Wer jetzt noch dabei ist, der zieht durch. Und geschafft. Runter in die Banane. Sekunden. Fersen noch in der Luft halten. Macht euch immer so lang, wie es euch möglich ist. Jawohl. 3, 2, 1. Und letztes Mal intensiv. Knie im Block. Alles, was ihr habt. Alles, was ihr habt. Beißen, beißen. Die Base ist schon fast in Sicht. Ihr sprintet nochmal. Die Mediate diesen Spaß entlang. Soweit sind wir schon. 10 Sekunden noch. Franziskanerplatz. Nur vorbei am Futterkutter. Eine Suppe für morgen. Danke. In die Universitätsstraße. Wir sind da. Schmeißen uns noch ein letztes Mal auf den Boden vor die Base. In die Banane. Und kommt Länge, 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 Länge. Hälfte habt ihr wieder. Ich sehe schon genau, Phil macht drinnen schon die Shakes. Wunderbar. Genauso dann glaube ich jetzt an. Und kommt. 5 Sekunden. Spannung, Spannung, Spannung. Und geschafft. Jawohl. Bleibt in Bewegung. Schüttelt die Beine aus. Schüttelt die Arme aus. Imaginäre High Fives. Habt ihr mega gemacht. Schön, dass ihr dabei wart. Das war die Session für heute. Wie gesagt, Shoutout an DJ Barry Fair. Wenn ihr Bock habt, checkt ihn aus. Coole Mixtapes hat er uns gemacht, richtig nice. Wenn ihr mehr Bock, also Bock auf noch mehr Training habt mit uns, nicht nur um 18 Uhr, dann schreibt mir, schreibt der Base. Bieten ab jetzt Online-Kurse jeden Tag an. Richtig geil, sodass ihr maximal fit und maximal strong aus dieser Situation rausgeht. Alright, cool, dass ihr dabei wart. Schönen Abend. Fäuste mal zur Mitte, ich statt Base. Ihr statt Five. Fäuste fliegen nach unten. Base!